So, hallo liebe Leute zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, wir haben uns jetzt nach dem Feierabend zu Hause noch ganz schnell Motorradsachen angezogen, damit wir jetzt noch eine kleine Runde drehen können. Man sieht schon, es wird ein bisschen dämmerig. Ich hoffe, für die kleine Runde hält das Wetter jetzt noch auf jeden Fall. Und ja, man sieht es vielleicht, die Tankanzeige geht schon so langsam zu Ende und ich habe gedacht, ja, machen wir hier mal ein spontanes Video und reden mal ein bisschen über das Thema Motorradtanken. Ja, zumindest so ein paar Punkte von mir dazu. Vielleicht, ja, vor allem für einen Anfänger oder der sich da vielleicht auch noch unsicher ist zum Thema Tanken. Ja, ein paar Punkte, die ihn da vielleicht ein bisschen sicherer machen und da dann, ja, ein bisschen helfen, worauf man da vielleicht so achten kann, achten muss, achten sollte. Genau, also erstmal so ein paar allgemeine Punkte vorab. Wie ihr jetzt an meinem Motorrad hier seht, ich habe eine Tankanzeige. Das haben die meisten neueren Motorräder eigentlich standardmäßig dabei, auch nicht alle. Bei den älteren oder auch bei ein paar neuen, die nicht so eine Tankanzeige haben, gibt es da meistens, wenn ihr auf Reserve seid, geht so eine Leuchte an, dass ihr zumindest seht, wenn ihr mit der Reserve gerade fahrt, was den Tankinhalt angeht. Und wie tut man da so ungefähr den Tankinhalt messen? Und zwar, ja, ihr guckt dann einmal so mit eurem Kilometerzähler bis zur Reserve, wenn ihr vollgetankt habt, wie viele Kilometer sind es ungefähr? 200, 250 Kilometer etc. Und dann stellt ihr quasi nach jedem Tanken euren Kilometerzähler einmal auf Null. Und dann wisst ihr ungefähr immer, wann ihr wieder bei der Reserve ankommt. Und es ist in der Regel so, jetzt auch bei meinem Motorrad, wenn wir auf einem Strich sind, dann haben wir noch ein bisschen bis zur Reserve. Und wenn wir dann auf der Reserve sind, dann leuchtet dieser eine Strich quasi auf. Damit wir wissen, okay, jetzt sind wir in der Reserve. Und dann sind es, ja, ist natürlich auch von Motorrad zu Motorrad unterschiedlich, sind es noch so 30 bis 50 Kilometer, die man vielleicht fahren kann. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht getestet, will es auch nicht testen. Ich bin da immer jemand, sobald Richtung 2 ein Strich geht, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann tanke ich da eben wieder voll. Und spätestens, wenn es blinkt, dann suche ich mir auf dem schnellsten Weg eine Tankstelle. Dann kann ich einfach mit einem sichereren Gefühl fahren. Genau. So mal zum Thema Tankanzeige und Tankinhalt messen etc. vorab. Dann gibt es natürlich auch noch zum Tanken einen, ja, nicht ganz unwichtigen Punkt vorweg. Es gibt ja Tankstellen, da geht ihr tanken und geht dann ganz normal rein und bezahlt dann eure Tankfüllung. Da ist zu beachten, in der Regel oder eigentlich ist es so, dass ihr euren Helm absetzen müsst, solltet, wenn ihr eine Tankstelle betretet. Die meisten sagen nichts und machen nichts. Ich mache es dann in der Regel so. Also gehe rein und wenn mich jemand dann darauf aufmerksam macht, dann sage ich, oh ja, okay, soll ich ihn abnehmen? Und die meisten sagen dann aber, nee, nee, aber im nächsten Mal dran denken. Aber es ist selten, aber ja, seid da nicht schnippisch oder sowas, sondern dann, wenn es eben erwartet wird oder fragt vorher, ob es okay ist, wenn ihr den Helm auflasst. Genau, dass ihr da einfach auch nett zu den Leuten seid, weil ja, die machen das ja auch nicht zum Spaß, aber das sind eben Vorgaben in der Tankstelle, was den Helm angeht. Deswegen mache ich es in der Regel so, deswegen fahren wir da jetzt auch hin zu einer Tankstelle, ja, mit einem Tankautomat, also wo ihr quasi an einem Tankautomat zahlt und dann tanken könnt. Beziehungsweise bei den meisten gängigen Tankstellen gibt es ja mittlerweile auch dieses, ja, so V-Pay oder keine Ahnung was, wo ihr dann quasi direkt an der Zapfsäule mit dem Handy bezahlen könnt. Genau, ist natürlich als Motorradfahrer, ja, elegant, weil ihr dann theoretisch nicht immer zum Bezahlen euren Helm abziehen müsst. Genau, das waren, glaube ich, so grob mal meine Punkte vorweg, die ich sagen wollte. Jetzt fahren wir noch das Stückchen zur Tankstelle und genau, dann tanken wir die CBR einmal schön zusammen. So, hier sind wir an der Tankstelle angekommen. Da gibt es natürlich, was ihr tankt, auch immer viele Meinungen, die einen sagen, E10 lang, die anderen sagen, um Gottes Willen kein E10, auf jeden Fall mindestens super. Und ja, manche sagen, oh, nur super, bla bla bla, keine Ahnung was. Ich würde sagen, hier die goldene Mitte, also ich tanke eigentlich immer super und genau, denkt, das passt auf jeden Fall. So, dann
Dann das erste, was ihr beachten müsst, wenn ihr an die Zapfsäule quasi ranfahrt, ist, ja, je nachdem, wenn ihr euer Motorrad abstellt, spätestens zum Bezahlen dann, dass ihr hier zu diesem, ja, mittleren Pfosten oder diesem kleinen Gehweg hier, das ist meistens so bei den Tankstellen, damit die Zapfsäulen auch ein bisschen geschützt sind, genug Abstand hier lasst, damit, wenn ihr euren Ständer rausmacht und das Motorrad hinstellt, auch genug Platz habt auf jeden Fall und das nicht irgendwo dann durch das schräge Stellen drankommt. Das machen wir jetzt auch. Ständer raus. Und dann gehe ich jetzt quasi einmal, ich habe euch ja gesagt, das ist eine zum selber, ja, mit so einem Tankautomat, da gehen wir jetzt zahlen. Da kommt ihr natürlich nicht mit. Und dann tanken wir hier zusammen einmal. Genau, so, jetzt ist hier Zapfsäule 2 entriegelt. Jetzt müssen wir natürlich hier am Motorrad unseren Tankdeckel einmal aufmachen. So, dann schnappen wir uns den Tankschlauch. Wie gesagt, super tanke ich immer. Und jetzt auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr so übers Motorrad geht, dass ihr den Zapfhahn nach oben haltet und dann hier erst runter macht, weil da sind meistens noch Resttropfen und ihr wollt nicht, dass es auf euren Lack geht. Genau. Und dann tankt ihr quasi einmal voll. Da gibt es auch, die meisten stellen es ab, dass es schräg ist und tanken dann. Ich sitze gerne so drauf, weil dann ist das Motorrad auch gerade, dann passt ein bisschen mehr rein, sage ich mal. Ne, ihr müsst manchmal den Tank halt so ein bisschen rausnehmen, weil sonst hört es sofort wieder auf, weil er dann direkt auf Flüssigkeit oder irgendwo auf Widerstand stößt. Und deswegen im Zweifel ein bisschen hier einfach rausgehen. So. Und auch beim Rausnehmen dann wieder aufpassen. Dann quasi raus, ich nehme die Hand dann oder sowas, sodass kein Tropfen auf euer geliebtes Motorrad kommt. So, wieder zurück. Schließen und fertig. Genau, das war's. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder sowas zum Tanken, dann lasst es mich gerne wissen. Und genau, dann würde ich mich freuen, wenn es euch das Video gefallen hat, über ein Like und Abonnement. So, wie das mal, puh, ein bisschen außer Pust jetzt gerade. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao Leute, bis dann.